ist am Start und sowieso ganz hart. Dieser neue Upload ist ab jetzt am Start. Yo, yo, hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Und zwar heute mal nochmal zu Project Cast 2. Da hatte ich doch vor 3 Monaten schon mal ein Video davon gemacht. Oder über Project Cast 2. Und zwar über das Force Feedback. Und nach ganz viel Feedback von euch, also gutem, sehr, sehr gutem Feedback, dachte ich mache jetzt nochmal ein Video, denn es geht noch besser. Also nochmal zu dem Link, wo ich damals gemacht habe, Link packe ich mal in die Videobeschreibung. Da gehe ich ins Detail ein, wie ihr das Force Feedback einstellen solltet. Stellt bitte das Force Feedback so ein, wie in dem Video beschrieben. Ich werde das in diesem Video nur so ein bisschen umranden, ja. Die Details könnt ihr dann im anderen Video sehen. Und aber zusätzlich zu diesen Force-Feedback-Einstellungen müsst ihr noch, also es ist wirklich ein Pflicht-Download, würde ich schon mal sagen, also ganz sicher, also für mich zumindest, ich nutze das Logitech G27 oder wer das Logitech G25 oder so oder weiter drunter benutzt oder einfach Lenkräder, die ein bisschen schwaches Force-Feedback haben oder Lenkräder, die ein bisschen zu schnell klippen. Klippen bedeutet, wenn der Effekt zu viel wird, also ihr fahrt zum Beispiel über den Curb, dann wird der Effekt zu viel und dann geht der Effekt nach oben an die Kante, schneidet sich ab und dann habt ihr keinen Effekt mehr. Das ist dann nur noch die Stärke ist dann nur noch da, wisst ihr, wie ich meine. Aber der Force-Feedback-Effekt, der fällt weg, weil er übersteuert ist. Also müsst ihr gucken, dass das Force-Feedback nicht übersteuert und immer schön in der Mitte bleibt. Was ich euch auch gleich nochmal zeigen werde. Und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, wo ihr diese Jack-Spade-Files bekommt, woher die bekommt und wie ihr die installiert und so weiter. Kommt einfach mal kurz mit. So, dann wären wir hier mal auf der Seite von, wo ihr diese Jack-Spade-Files herbekommt. Und zwar geht ihr auf den Link, der in der Videobeschreibung bei mir ist, klickt drauf und dann kommt ihr auf diese Seite hier. Und dann lädt ihr diese File hier runter. Klickt einfach einmal drauf, da müsst ihr euch anmelden. Auf dieser Seite, sonst könnt ihr leider nichts runterladen. So, dann lädt ihr diese Files runter und jetzt ist ganz einfach. Ihr entpackt diese Files einfach in euer Project Cast 2 Dokumentenordner. So, zeige ich euch mal, da geht ihr einfach auf in euren Explorer, geht auf Dokumente, dann geht ihr auf Project Cast 2. Das ist, wo ist es, hier ist es. Und hier entpackt das einfach rein. Einfach entpacken. Zack, so. Und dann einfach in die, ich habe es schon gemacht, ich brauche es nicht nochmal machen, ich zeige euch das nur mal kurz. Entpackt das einfach hier rein, dann habt ihr hier diese Settings. Das ist alles von den Jack-Spade-Files. Und je nachdem, welche Jack-Spade-File ihr auswählt, also welches Force-Feedback, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 verschiedene Jack-Spade-Files. Je nachdem, welche ihr auswählt, sind die dann hier drin und auch im Spiel. Und die wählt ihr wie folgt aus. Ihr seht doch hier diesen Force Feedback Custom Settings Ordner. Dieser Ordner ist standardmäßig immer bei Project Cars. Also dieser Ordner erstellt Project Cars, also erstellt das Spiel immer automatisch. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich kann euch empfehlen, die Settings Standard mit Compound. Die zu nehmen. Ich habe die Standard mit Compounds habe ich gerade schon drin, darum zeigt sie hier gerade nicht mehr an. Also wählt einfach hier eine File, die ihr haben wollt. Testet einfach mal ein bisschen durch. Ich nehme gerade die Standard mit Comp und ich fand am Anfang auch die Alt High Comp. Diese hier fand ich auch super geil. Ich konnte bei diesen High Comp, bei Alternativ High Comp, konnte ich wirklich mein Force Feedback, die Kraft auf 70 oder so hochschrauben, ohne dass es übersteuert hat, einfach geklippt hat, genau, ohne Clipping. Und probiert einfach mal ein bisschen durch und ihr tut einfach, zum Beispiel wollt ihr jetzt diese File haben, ja, diese, dann kopiert ihr das, so mache ich das immer, ich gehe dann auf Umbenennen, drücke Steuerung und C, damit ich diesen Namen habe, FFB Custom Settings mit Unterstrich, das musst ihr rauskopieren oder halt von Hand schreiben, ist egal. Und dann benennt ihr einfach diesen Ordner, diese Textfile, die ihr haben wollt, mit diesem Namen. Also wisst ihr, wie ich meine? Einfach diesen Namen rauskopieren oder rausschreiben in die File rein, die ihr haben wollt. Zum Beispiel die oder die oder die. Einfach umbenennen. Umbenennen und dann kommt das hier rein. Dann steht da nicht Custom Settings Alt Low Comp drin, sondern da steht dann FFB Custom Settings drin. Wer Roger Caster Spiel immer diesen Ordner benutzt, ja? Genau.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare, ich beantworte alles. Und jetzt zeige ich euch das mal kurz, wie das im Spiel noch aussieht. So, dann gehen wir mal in die Steuerung. So wie ihr seht, das G27. Und hier geht ihr auf Force Feedback. Und da stellt ihr einfach auf Benutzer definiert. Es wird automatisch die Textfile, also die Jack-Spade-File genommen. Einfach auf Benutzer definiert. Und die Einstellungen, also meine Einstellungen seht ihr hier, FX60 und so. Da könnt ihr mal zu dem ersten Video, wo ich gemacht habe, könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Da erkläre ich ins Detail, wie ich mein Force Feedback einstelle, damit ich kein Clipping habe. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch im Spiel an. Wie ihr seht, ist links unten, jetzt steht auch dran, Custom Checks Bait Standard mit Kompressor. Das Comp heißt nicht Compound, das heißt Kompressor, genau. Kompressor bedeutet einfach, wie starker diese File kleiner drückt. Also, dass es nicht übersteuert und dass es aber auch nicht zu wenig ist. Das macht ein Kompressor. Und das schalte ich mal nochmal durch. Hier unten links seht ihr, diese Linie, die sollte nie ganz oben anschlagen. Weil wenn sie anschlägt, dann klippt das. Und der ganz rechte Spalten, ganz rechts, der, was ist der 1, 2, 3, 4, 5, der sechste von rechts, der darf nicht in den roten Bereich kommen. Wenn der in den roten Bereich kommt, dann klippt es. Und das bedeutet, eure Force-Feedback-Effekte gehen verloren. Die sind einfach weg. Da haben wir schön drauf achten. Wenn es immer noch klippen soll, dann einfach mit der Stärke des Force-Feedbacks ein bisschen runtergehen. Ich bin jetzt meistens so zwischen 40 und 50. Aber mit diesen Jack-Spade-Files werdet ihr sehen, habt ihr kein Clipping mehr. Oder halt viel besser. Und das Force-Feedback fühlt sich noch besser an, wie wenn wir es perfekt eingestellt haben, wie im ersten Video. Und wenn ihr nach den Einstellungen geht, was ich im ersten Video hatte, da habe ich auch sehr, sehr, sehr viele positive Resonanz bekommen. Also einfach so eingestellt lassen, wie im ersten Video, wo ich gemacht habe, und zusätzlich diese Jack-Spade-Files nehmen. Und geht einfach mal diese Textfiles durch, guckt mal, was für euch da die beste File ist. Und genau, und dann werdet ihr echt eine Menge Spaß haben an dem Spiel. Was ich mich immer frage, warum es irgendjemand extra entwickeln muss, so eine Jack-Spade-Files, warum das nicht der Hersteller macht. Also der von Roger Carson in dem Fall. Das frage ich mich immer. Aber ihr werdet sehen, mit den Jack-Spade-Files, es ist wirklich um einiges besser zu fahren. Ich war ja anfangs leicht enttäuscht des Force-Feedbacks von Roger Carson 2. Es war okay, es war auf jeden Fall besser wie beim ersten Teil. Aber es kommt halt immer noch nicht ganz an Assetto Corsa oder Race Room oder so ran. Aber wie gesagt, mit diesen Jack-Spade-Files doch schon deutlich besser, werdet ihr dann sehen. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Fragt mich einfach. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich auf alles antworte. Und genau, schreibt es einfach in die Kommentare. Und schreibt doch auch mal rein, ob es bei euch geklappt hat oder wie der Unterschied, was ihr von dem Unterschied hält und wie es davor war und wie es jetzt ist. Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Also euer Feedback, genau, interessiert mich sehr. Und ja, wie gesagt, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zum Ende, dann war es das bis jetzt. Irgendwelche Fragen, schreibt es dann einfach in die Kommentare, falls ihr irgendwas habt. Und ich bin mal raus, ich wünsche euch viel Spaß beim Broadcast 2 zocken und bis denne. Peace.